Herzlich willkommen beim Whisky-Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der Ebbelauer mit 12 Jahren Alter. Ja, im Hintergrund steht noch die Flasche vom 10-Jährigen rum. Den habe ich im letzten Video probiert und besprochen. Blende ich rechts oben wie immer den Link für euch ein. Und heute geht es um den 12-Jährigen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden? Beim 10-Jährigen, der ist eine Mischung oder wie man es auch fachmännisch sagt, ein Cuvée aus ehemaligen Bourbonfässern und ehemaligen Sherryfässern. Und beim 12-Jährigen, der reifte zuerst in Ex-Bourbonfässern und wurde dann komplett umgefüllt in Ex-Sherryfässer. Ja? Deswegen trägt er auch den Beinamen Double Cask Matured, auf Deutsch so viel wie Doppelfass gereift. Ja? Macht man genauso beim Balvenie Doublewood mit 12 Jahren, habe ich hier auch mal einen Link für euch. Den reift man auch zuerst in Ex-Bourbonfässern und füllt dann komplett um in Ex-Sherryfässer. Ja? Und nach 12 Jahren dann eben in die Flasche. Ja, der Ebbelauer 12 Jahre. Er soll auf lange Sicht den 10-jährigen Ebbelauer ablösen. Der wird vom Markt genommen. Ebbelauer sagt selber, dass zwischen dem 10- und dem 12-jährigen alle, die dann älter sind, qualitativ ein Unterschied sein soll, was man anhand der Flaschenform auch optisch darstellt. Der 10-Jährige kommt in der Standard Liquor Bottle und der 12-Jährige kommt dann in der kleineren, gedrungeneren Flasche, die bauchig ist, sieht aus wie so eine Flasche von so einem Wassermax-Apparat, habe ich im letzten Video schon angemerkt. Und der soll auf lange Frist den 10-Jährigen, der vom Markt genommen wird, er soll ihn ablösen. Ja. Abgefüllt ist er genauso wie der 10-Jährige mit 40 Volumenprozenten, leider auch gefärbt und kühl gefiltert. Den 12-Jährigen habe ich in einem Sample bekommen, zuerst, danach den 10-Jährigen, habe ich mir gedacht, passt ja perfekt, kann ich den 10-Jährigen besprechen, dann den 12-Jährigen. Ja, ich will euch hier nichts vorenthalten, ja. Ist auch schön. Ich freue mich immer, wenn ich in kurzer Zeit relativ viel probieren kann. Man lernt bei Whiskys nie aus, man lernt die Whiskys immer wieder aufs Neue kennen. Ist eine tolle Sache. Also jeder, der gerne Single Malt Whisky genießt oder Whisky genießt, der weiß, von was ich spreche. Ja, der 10-Jährige war ja fantastisch in der Nase. Der war blumig ohne Ende, fast schon parfümartig. Dafür geschmacklich eher flach, also da lag der Fokus definitiv auf der Nase. Der 12-Jährige hier, der ist ja in der Nase eher verhalten. Also hier sticht ganz klar eine Zitrusfrucht raus. Ja, sowas wie eine Limette oder eine Limone, so minimal mit einem säuerlichen Tick. Diese florale, blumige Note, die ist hier ganz im Hintergrund. Man nimmt sie wahr, aber wirklich nur ganz dezent im Hintergrund. Aber dafür merkt man hier die europäische Eiche, das Sherryfass. Die riecht man hier auf jeden Fall schon. Und beim 10-Jährigen war da keine Spur vom Sherryfass. Zumindest nicht in der Nase. Ja, trotz seiner 12 Jahre Alter riecht er sehr frisch und leicht. Also er ist die logische Steigerung zum 10-Jährigen. Ja? Zumindest in der Nase. Ja, Slange. Der braucht ein bisschen, bis er anläuft. Ja, da kommt erstmal eine Zeit lang, wenn man den Single Malt geschluckt hat. Jetzt kommt's. Kommt erstmal eine Zeit lang gar nichts. Na, da denkt man echt, was? Hä? Kommt nichts. So, dann deutet sich eine Süße an, dann kommt die Eiche. Ja? Bei einem 10-Jährigen war es eine leichte Ingwerschärfe, beim 12-Jährigen geht es schon über in eine Pfeffrigkeit. Ja, also eine kräftigere Stärke der Eiche. Ja? Ja, er ist jetzt noch minimal süß, der Abgang mittellang, genau wie der 10-Jährige, mit ja, einer fruchtigen, einer Obstkomponente, die sich im Mund hält. Ähnlich in der Speiseröhre, der Abgang wie beim 10-Jährigen, wird warm im Bauch, im Rachen.
Ja. Was soll ich dazu sagen? Sie sind sich sehr, sehr ähnlich. Diese 2 Jahre merkt man dem 12-Jährigen auf jeden Fall an. Er ist die logische Steigerung zum 10-Jährigen. Was beim 10-Jährigen eine Ingwer-Schärfe war, ist hier eine Pfefferschärfe. Ich würde abschließend behaupten, beim 10-Jährigen liegt der Fokus eher auf dem Aroma, auf der Nase und beim 12-Jährigen auf dem Geschmack. Ist es jetzt zu bedauern, dass der 10-Jährige geht? Nee. Der 12-Jährige ist besser. Preislich sind da nicht so große Unterschiede. Die Flasche ist schöner. Ja, süffig sind sie beide. Kann ich beide empfehlen. Also wer den 10-Jährigen noch nie im Glas hat und möchte ihn mal probieren, der soll sich ranhalten. Der ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Und wenn der dann mal weg ist und es ist nur noch der 12-Jährige und die Älteren da und der 12-Jährige stellt den Einstieg in die Welt von Appellauer dar, dann ist der 12-Jährige auch ein sehr, sehr guter Single Malt, der ein paar Euro mehr kostet, aber dafür auch von allem ein bisschen mehr hat, außer von der Nase. Da ist der 10-Jährige definitiv stärker. Gut, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ja, in Zukunft wieder bei mir einschaltet. Haut rein!